den Schaft aus der Hand und hielt ihn vor sich in der linken. In der rechten hob er sein Steinbeil. »Verkauft! Verraten sein Volk für gelbes Gold! Nieder mit ihm! Nieder, nieder!« Und ein Beilschlag zertrümmerte die Büste. Dieser Akt war wie der erste Donnerschlag, der ein lange brütendes Gewitter entfesselt. Nur dem Wüten empörter Elemente war das Stürmen vergleichbar, welches nun das in seinen Grundtiefen aufgewühlte Volk durchbrauste. »Nieder, nieder, nieder mit ihm!« hallte es tausendfach wieder unter betäubendem Klirren der Waffen. Und darauf erhob abermals der alte Waffenmeister seine eherne Stimme und sprach feierlich: »Wisset es, Gott im Himmel und Menschen auf Erden, sehende Sonne und wehender Wind, wisset es, das Volk der Goten, frei und alten Ruhmes voll und zu den Waffen geboren, hat abgetan seinen ehemaligen König Theodahad, des Theodis Sohn, weil er Volk und Reich an den Feind verraten hat. Wir sprechen dir ab, Theodahad, die goldene Krone und das Gotenreich, das Gotenrecht und das Leben, und solches tun wir nicht nach Unrecht, sondern nach Recht. Denn frei sind wir gewesen alle Wege unter unseren Königen, und wollten eher der Könige missen als der Freiheit, und so hoch steht kein König, dass er nicht um Mord, Verrat und Eidbruch zu Recht stehe vor seinem Volk. So sprech ich dir ab, Krone und Reich, Recht und Leben. Landflüchtig sollst du sein, achtlos, ehrlos, rechtlos, soweit Christenleute zur Kirche gehen und Heidenleute zum Opferstein, soweit Feuer brennt und Erde grünt, soweit Schiff schreitet und Schild scheint, soweit Himmel sich höht und Welt sich weitet, soweit der Falke fliegt den langen Frühlingstag,